Mit der Ölpumpe schon mal anwerfen hier oder was? Mit Strom meinst du? Ja, auf jeden Fall. Kannst ja auch schon die ganzen Ölverarbeitungsdinger mit Strom anschließen, nur wir haben eben noch kein Lager, wo wir das zwischenlagern können. Das heißt, sobald eine Sache nicht mehr geht, und das geht ganz schnell jetzt ohne Lager, staut sich alles in dem Moment, weißt du? Und dann macht er gar nichts mehr. Das ist unser Problem gerade, weißt du? Weil der mal gleich viel von allem produzieren will. Das ist natürlich doof, ne? Muss ja die Eisenplatten von hier unten da hochziehen. Oder komme ich da oben so lang? Ne, ich ziehe sie von hier unten. So, das ist da, sehr gut. Wir forschen schon mal Kunststoffe, weil für irgendwas später mal brauchen wir Kunststoffe. Wo brauchst du den Strom bei dem Band hier oben? Links, rechts von dem Band, noch ein zweites Band und so? Oder nicht mehr? Das ist ein Zulieferungsband und dann geht's Also aber nur an ein einfach der Inserter Ölfass. dazwischen, ja. Ja. Zulieferungsband, wie du hier siehst, hat aber zwei Sachen drauf. Also muss dann schneller ins Rad, aber die erreicht's ja alle. So, und die Dinger hier müssen auch alle versorgt werden noch. Ja, da geht's ja schon mal los. Gut. Jetzt kann ich Lager bauen. Moment, hier. 22 Stück kann ich bauen. Baue ich erstmal 18? Ne, ich baue alle, die ich kann. Machen wir erstmal die Long Inserter hier hin. Die Lager brauchen keinen Strom, ne? Ne, die sind zufrieden, so wie sie sind. Wie mache ich das jetzt? Ach so. Das geht ja. So, damit man noch ein bisschen laufen kann ab und zu. Und das wird jetzt da lang abgepumpt. Inserter. Jetzt müssen wir noch das Eisen hier hinziehen. Gut.
Das haben wir da. Jetzt haben wir Schwefelsäure. Und daraus müssen jetzt Batterien werden. Batterien brauchten Schwefelsäure, Kupfer, Eisenplatten. So. Und dann noch mal das Eisen trennen. Leck gut, ne? Ich muss anders machen. Moment mal. Moment mal. So, fast inserter. Kupfer brauchen wir dann noch. Und einen Abfuhrband. So, wie kriegen wir jetzt Kupfer hierher? Von dort, okay. Das müssen wir ja sehr weit rumziehen, das Kupfer. Wird interessant. Äußerst interessant wird das. Ja, das ist ein weiter Weg, den das Kupfer erstmal wieder gehen muss. Aber besser als über die ganze Karte von der anderen Basis aus, ne? Hm.
Strommasten. Wollen wir gleich mal Schadenserhöhung forschen für die Lasertürme? Ne? Ich versuche die übrigens gleich zu automatisieren. Was wollte ich jetzt? Wir müssen Stahl, Batterien und elektrische Schaltkreise zusammenführen. Batterien sind jetzt da oben, Schaltkreise da unten, Stahl da links. Ich würde sagen, in der Mitte treffen wir uns. Wie kriege ich denn das Star jetzt hier rüber? Ich habe eine Idee. Wenn man auf einen Tunneleingang drauflegt, geht das denn sofort in den Tunnel rein? Das bin ich mir nicht so sicher. Ne, geht's nicht. Okay, weiß ich Bescheid. Falls du dich wunderst, ich versuche jetzt schon die Laserkanonen zu automatisieren, bevor wir überhaupt effizient bauen, die Laserkanonen. Ja, wir brauchen sie aber, das ist das Problem. Also nicht zu viel rumspielen. Nee, nee, es ist gleich alles fertig. Die werden gleich automatisch gebaut. Weil hier ist ringsherum schon Polen offen. Ich bin schon nur noch am Turm austauschen und nachmunitionieren. Schaltkreise, Stahlträger, Batterien. In welchem Verhältnis? 5, 5, 3.
Wo hast du denn die Batterien hingetan? Das frage ich mich auch den ganzen Tag. Ah, Mist, jetzt habe ich das Scheiße gebaut. Muss ich andersrum machen. Kann man die im Inventar auch schon bauen, die Dinger? Nee. Die Batterien nicht. Also die Lasertürme, ja. Man Mal braucht ja ein wegschnappen ein paar. bisschen was? Und du meinst erst hinten unten rechts, so bin ich schräge, ja. Die haben mehr Reichweite, die Lasertürme, können das sein? So, das ist das. Stromversorgung ist da, die fangen jetzt an zu produzieren. Jetzt baue ich mir eine Kiste hin und mache das alles da rein. Dann bin ich ja beruhigt, dass das jetzt langsam da so und ja. So, wir könnten noch eine Produktionsanlage daneben bauen für Lasertürme, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir erstmal das. Oh, Gottes Willen. Jetzt erstmal ein Happen essen, ey. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Das ist jetzt die Frage. Ich müsste jetzt eigentlich schon in Richtung blaue Forschung gehen, aber ich habe erstmal Lust auf Essen. Wir werden sowieso noch nicht mehr Energie verbrauchen wollen. Du musst ja erstmal alles absichern. Erst wenn alles abgesichert ist, kann man mehr Energie verbrauchen, ne? Vorher ist es zu gefährlich. Kann ich mir irgendwie hier automatisch Folgenbefehl machen für dich? Natürlich nicht. Die Frage ist, wie die Antworten noch stehen lassen erstmal, wenn ich diese Zimmer Center baue, ja, aber. Ja, machst du als Opfertürme. Wenn die kaputt gehen, ist nicht so schlimm, so nach dem Motto. Kann man dann ersetzen, ne? Jetzt habe ich vor 30 Minuten mal gesagt, in dieser Folge hört er mich nur essen. Das Problem war natürlich, man hat mich auch nicht gehört, das ist schön und gut. Aber ich habe auch nicht gegessen. Wie doch diese kurzen Greiferchen so eine lange Arme haben können. Da habe ich schon versucht, überall so eine Untergrundleitung langlegen zu legen. Und du läufst trotzdem noch gegen die Rohre. Ja. So, ich halte mal Strom im Auge, wa? Wir sind bei Dreiviertel Auslastung. Oder sagen wir mal zwei Drittel. Zwei Drittel von maximaler Auslastung. Aber es werden ja noch, okay, ich sehe gerade, jetzt haben sich die Laserturmanzahl hat sich gerade verdoppelt. Schön. Da. Ja. Sind wir bei 41, gerade waren wir bei 20, aber es ist noch nicht so viel mehr geworden, weil im Leerlauf verbrauchen die ja nicht so viel, das hast du ja selbst schon festgestellt. Den Speicher können wir noch nicht bauen, ne? Den können wir als nächstes forschen, wenn du magst. Weil Aber ich ich kann glaube, da um braucht man auch Plastik. Sofortlichkeiten gehen, so ist nicht das Problem, Ich ne? glaube, da braucht man auch Plastik, ne? Ja, kann Sinn. Ich habe ja noch 1800 Stahl, falls du brauchst. Aber hast du schon bestimmt öfter mal genommen, oder? Oder nimmst du aus deiner Kiste?
Ich nehme aus meiner Kiste, wenn ich es brauche. Okay. Die Steine machen auch nicht mehr, oder? Aber die Kiste wahrscheinlich voll ist und damit ist alles zurückgestaut. Das, die eine Kiste ist voll, das sind ja vier Kisten voll. Läuft da. Vor allem stell doch einfach mal alle drei Kistensorten nur für Mauern hin. Wir können uns auch nicht auf eine Kistensorte festlegen. Oh Mann. Links die Fließbandproduktion kann man übrigens wegreißen, weil ich rechts jetzt eine Fließbandproduktion habe und wir brauchen nichts mehr. Allerdings ist links dann auch nichts, was das Metall verbraucht sonst. Wir brauchen auch keine Munition hier mehr herstellen, ne? Das heißt, das kann ich Ne, auch das kann. Ja, wegreißen. ja, ja. Dann brauchen wir kein Eisen mehr, sozusagen. Das heißt, links braucht man fast gar kein Eisen mehr. Außer, na doch, für die Zahnräder. Aber dann bleibt mehr für die Zahnräder übrig, die dann für die Forschung und für anderen Scheiß genommen werden. Wie ich bei diesem Spiel nie zu irgendwas anderem komme, als zu spielen. Ich habe Essen vor mir liegen, ich habe Trinken vor mir liegen, ich habe alles vor mir liegen, aber ich komme nicht dazu. Ich will jetzt am liebsten schon die komplette blaue Forschungssachen aufbauen, wisst ihr, aber. Schon Strom zuschalten? Nö, ne? Nö, ne? Nee, noch müsste es gehen, außer es kommen wieder so Peaks, wo an drei Seiten gleichzeitig angegriffen wird. Dann wird es natürlich problematisch. Siehst du ja die drei Ausrufezeichen dabei? Ich muss bloß die Türme wieder sammeln gehen, ich hab keine mehr. Was hängt hier in der Forschung fest hier? Oh. Ich will wegreißen. Ist die denn so hinderlich? Muss ich da was verändern? Weil eigentlich kannst du ja durch die Gebäude alle zwischendurch durchlaufen, also zwischen den Gebäuden, ne? Nee, ich bin bloß mit ausgesucht gelaufen. Achso. Und da sieht man immer nicht, wo man hängen bleibt, ne? Hier ist noch eine Kiste voller Fließbändern übrig. Bei deiner Stahlversorgung sind auch nur noch 100 Stahl, 100 Eisen, nee, 100 Stahl drin, ja. Ich packe mal wieder neues Eisen in die Kiste für die Stahlversorgung von dir. So. Nehmen wir uns mal ein bisschen Eisen mit. Plastik haben wir schon erforscht, ne? Hatte ich, glaube ich, zwischendurch mal eingeschoben. Das heißt, da könnte ich jetzt schon Plastikproduktion hier machen. Weil ich glaube. Das brauchen wir, genau. Das brauchen wir nämlich für die roten Schaltkreise. So, was wollte ich? Irgendwas wollte ich jetzt ganz Bestimmtes forschen. Ach hier, ja, nee. Essen? Ja, ich wollte essen, ich weiß. Mann, Mann, Mann.
Muss ich nochmal zurückspulen und nochmal anhören, was ich forschen wollte. Ach hier, du hast doch gesagt, ich soll das hier forschen. Ne? Mhm. Die könnte man auch automatisieren, direkt hier, wo man die Laserkanonen automatisiert. Oder in der Nähe irgendwo. Hier werde ich es automatisieren. Mach ich so. Wieso habe ich eigentlich nie eine Kiste im Inventar? Wenn ich dann mal irgendwann eine Kiste abbaue, habe ich plötzlich 12 Kisten im Inventar und weiß nie, wo die alle herkommen. So, das Setup dafür habe ich schon gemacht. Muss nur noch, wenn du mal vorbeikommst, kannst du es machen. Hier die beiden Produktionsdinger auf Akkumulatoren einstellen, sobald die Forschung fertig ist. Weil dann alles rundherum da ist. Ich muss so vorsichtig sein, dass Schweröl und Leichtöl sich nicht auffüllen. Sonst haben wir ein Problem. Wie meinst du auffüllen? Na, die Lager, dass die nicht voll werden. Ich muss dann mehr Lager anbauen, wenn wir noch nicht das andere erforscht haben. Und das andere, was wir erforschen müssen, kostet aber blaue Forschungsdinger und die produzieren wir noch nicht. Das ist gerade unser Problem. Deswegen wollte ich eigentlich schon längst blaue Forschungsdinger haben. Aber Verteidigung geht ja erstmal vor, ne? Mhm. Ah, die Schrägen lassen sich blöd verteidigen. Da ist überall immer nur blöd. Siehst? Ja, später machen wir Reparaturroboter, das stört er nicht. Ich muss mal an alles noch ersetzen, muss ich dran denken. Menge Arbeit dann. Hier die ganzen Fließbänder meine ich jetzt. Kriege ich denn das jetzt darüber? Das ist doof.